Ricardo! Ricardo! Ripley, die Explosion der Anisidora hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Demnächst fallen wir vom Himmel. Ich versuche, die Torrents zu erreichen, aber der Funk ist immer noch gesperrt. Das von Ihnen angedockte Ambulanz-Shuttle ist im Eimer. Die Torrents ist der einzige Ausweg. Finden Sie einen Weg, die Torrents zu kontaktieren. Oh je. Der Funkspruch von Verlaine wurde gerade aktualisiert. Hallo Sevastopol, bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an Ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Wir können nirgendwo andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich behalte diesen Kanal offen. Torrents Ende. Okay, das heißt, der Torrents hat es auf jeden Fall mitbekommen. Das Problem ist halt, oh Gott, das Ding, der Haken. Ich hasse die drei, ja, okay. Das Problem ist halt, Apollo wird da immer noch nicht zurückantworten. Wobei, könnte Apollo jetzt nicht der Torrents antworten und versuchen, den Alien dort reinzuschmuggeln? Gut, aber ich meine, das wird den Heimweg nicht finden. Und wieso hört sich denn noch so an, als hätten wir Wasser auf dem Rücken? Was ist das für ein komischer Bug? Okay, der Ionenschneider. Ja, aber weil ansonsten das Ding wird... Wo bin ich denn? Okay. Das Ding wird untergehen. Die Sevastopol-Station. Das haben wir ja soweit gerade eben mitbekommen. Das heißt, Apollo sollte jetzt ja irgendwie einen Weg suchen, um das Alien zu retten, oder? Oh nein. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Lass mich in Ruhe. Wo müssen wir eigentlich lang? Finden Sie Ricardo? Ach so. Wo ist der? Ah, der ist oben. Erst Stockwerk wechseln. Ja, okay. Okay, ich weiß wohin. Wir sollten ja Grund... Wir haben Gesellschaft. Der Sicherheitsdienst von Sixen ist gerade aufgetaucht. Bewaffnet. Nicht auf unserer Seite. Ich musste mich unter einem Tisch verstecken. Was wollen die? Die Torrents. Sie haben die Meldung gehört. Sie wollen sie kontaktieren. Ich glaube, sie wollen sie gewaltsam übernehmen. Können sie das? Nein, die Funkverbindung ist immer noch tot. Aber halten Sie sich von ihnen fern. Die sind gefährlich und verzweifelt. Okay, oh Gott, da sind schon welche. Oh, tatsächlich. Ja, jetzt kommt der Sicherheitsdienst ins Spiel. Das sind ja die Typen von Sinclair, hieß er, glaube ich. Oh, shit. Okay. Das sind die Typen von Sinclair und der hat ja hier so seine eigene Bande theoretisch aufgebaut. Ich hoffe, dort ist niemand. Es kommt mir vor, als warteten wir tatenlos auf den Tod. Grob gesehen tust du das auch. Oh Gott, nein. Aber es sind Leute und Leute kann ich nicht umbringen. Also Leute will ich nicht umbringen. Wo ist denn der Typ? Ah, direkt vor mir. Oh, hi. Hä? Die haben Syntheten getötet? Ich sicher. Ich nämlich nicht. Oh. Hi. Und einfach durch. Bin ich schnell genug? Oh, shit. Was war das? Ich steck hier gerade in eine ganz blöde Situation. Ah, fuck. Ach, komm, was ist das denn für ein Scheiß? Wenn ich bloß geschlagen hat, wieso hat er mich nicht erschossen? Du Idiot. Jetzt verfolgt er mich nicht. Jeder läuft dem Bam. Gut, ich meine, es hat auch schon gut Schaden gemacht, aber so generell war es jetzt eher low. Gut. Ist es übrigens immer noch Medikit... Nee, V3. Ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich immer noch Medikit V1, das wir haben. Aber ich habe es irgendwie bloß nicht mitbekommen, dass wir da mehr bekommen haben. Hier sollten wir eigentlich gerade sicher sein, nicht wahr? Können wir gleich nochmal ein paar basteln, das ist es ja. Wir haben da jetzt ein paar verbraucht in der letzten Zeit. Wir haben ja so viel von dem Zeug. Das sind ja auch die drei Sachen, von denen man am meisten hat. Oh Gott, nein, 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 ich bin hier nicht. Oh, shit. Wenn ich da jetzt aufstehe, dann bin ich tot, oder? Eventuell. Ah, nicht unbedingt. Kann nicht weit gekommen sein. Okay. Der Typ ist immer noch dort unten und solange er dort unten ist, ist alles gut. Ich bin einfach nur weg. Ich
glaube, er verfolgt uns nicht mehr. Und das ist gut so. Die Situation ist wenigstens gut ausgegangen, aber ich wüsste auch nicht unbedingt, wie ich dort dann vorbei sollte. Weil die Typen haben mich einfach schön eingekreist. Ich hätte warten müssen, bis der eine dann dort reingeht, aber damit hätte ich ja nicht, also in die Türen rein. Damit hätte ich ja nicht rechnen können, dass das so dann laufen muss. Hey, Bindemittel. Hier können wir uns verstecken. Wir können das nochmal benutzen. Warte mal, sollten da nicht eigentlich meine Waffen rauskommen wieder? Da waren doch noch ein paar Waffen drin, oder? Also von mir generell. Und ich kann dich nicht öffnen. Ja, gut, okay. Die ganzen Androiden. Alles ach klar. Gott. Marlos Berechtigungen sind doch immer in diesem Terminal gespeichert. Hätten wir die Koordinaten der Torrents, könnten wir die Übertragungsschüsseln manuell ausrichten. Umgehen Sie die Apollo vollständig. Da ist ein Observatorium bei der Kommzentrale, oder? Ja, damit sollten Sie die Koordinaten der Torrents finden können. Ich mache Ihnen die Tür auf. Das Observatorium der. Ja, das Observatorium der Sevastopol. Das ist hier hinten. Okay. Ach, auf der anderen Seite. Okay. Jetzt kommen wir auch dort rein. Na toll. 40% ist nicht so viel. Da können wir nicht rein. Hier haben wir das letzte Mal gesehen, dass ein Syntheten Typen getötet hat. Aufzug rufen. Oh je. Haben wir echt einen Aufzug geholt? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Ah doch, stimmt. Wir sind da so rausgeschlichen. Ja, ja, doch, doch, doch. Da war was. Aufzug? Okay, danke. Ich hätte ja hier auch nicht verfolgt werden können. Also wieso braucht der Aufzug so lange? Na gut, gehen wir zur Kommunikation. Oh, vielleicht finden wir ja jetzt die Torrents. Das wäre ja schön. Aber warte mal, nee, uns fehlt immer noch die Verbesserung für den Ionenschneider. Das ist es. Theoretisch die letzte Sache, glaube ich, die uns fehlt. Ah, ist gar kein Kartenübergangsaufzug. Okay. Wusste ich nicht mehr. Hier sollten wir aber einen guten Schleichweg haben, falls überhaupt noch jemand ist. Ich weiß es gar nicht. Ist da jetzt der Sicherheitsdienst oder Syntheten? Da kommen wir schon mal nicht rein. Die Karte sagt mal, dass hier gar niemand ist. Wäre irgendwie angenehm. Verdammt, ich kann die Abriegelung nicht umgehen. Machen Sie weiter. Apollo lässt mich. Versucht Sie es nochmal. Okay, okay. Ja, versucht ihr es nur weiter. Ich schnapp mir mal die Pumpgun. Dann regeln wir die Sache ganz normal. So. Dort hinten ist jemand. Die sind aber, glaube ich, eher rechts verteilt, nicht wahr? Und dort muss ich ja hin. Ja. Ich weiß jetzt nur nicht, wo die Typen stehen. Ja, wie gesagt, eher rechts. Ich weiß halt nur nicht, wie die mich von oben sehen könnten. Weil ich mich jetzt halt schon ein bisschen zeige. Komm schon, da ist das Ding im Weg und ich bin, denke ich, oben. Ich weiß auch nicht wirklich, wo die waren. Soll mir aber auch größtenteils egal sein. Die Tür ist verschlossen. Was ist dort drin? Sieht jetzt nicht so interessant. Ein Aufzug. Ah, okay. Ich dachte gerade, da wäre jemand. Sieht aber soweit ganz gut aus. Kann ich dich öffnen? Ja. Na also. Oh je. Der Ionenbrenner schneidet auch viel schneller, nicht wahr? Ich denke, das kommt mir nicht bloß so vor. Der ist viel schneller. Das gefällt mir. Was ich aber schon lange nicht mehr gemeldet hat, ist das Alien. Das war jetzt irgendwie so. Vielleicht hat es unsere Spur verloren. Ja, natürlich eine schöne Sache. Wow. Was ist hier denn los? Sieht ja fast aus wie ein Cockpit, oder? Oh. Dich hat's wohl erwischt. Beinahe alles voll. Na gut, gehen wir dort nach oben. Was haben wir hier Schönes?
Nutzen Sie das Ortungssystem, um die Torrents zu finden. Okay. Wo? Dort. Die Aussichtsplattform. Oh, das ist schon sehr cool, dass man das so sieht. Ah ja, da ist die Sonne. Sehr, sehr cool. Okay, Aussichtsplattform. Tasten bewegen, angleichen, die Eingabe drücken zum Bestätigen. Hä? Ach, Eingabe drücken zum Bestätigen. Bin mir... Ach, muss ich... Ich... Was muss ich tun? Muss ich das Ding dort drüben finden? Ich bin mir gerade noch nicht sicher, was ich tue. Das ist jetzt drin. Okay. Ich muss einfach bloß zur richtigen Zeit drücken, oder wie? Scheinbar. Okay, das habe ich gerade eben... Es hat irgendwie nicht so funktioniert. Ich dachte, aber nö, scheinbar nicht. Okay, gut. Das war merkwürdig. Weltraum... Was? Weltraumscan? Oh Gott. Aktivieren Sie ihn mit Eingabe. Ah, das sieht gut aus. Ja, nee. Da so. Eingabe. Wann muss ich das aktivieren? Die Andockausrichtung mit Tasten bewegen. Aktivieren Sie mit Eingabe. Ach, sobald die Ringe gleich groß sind, oder wie? Jetzt ja schon wieder nicht mehr. Habe ich da echt so ein kurzes Zeitlimit bloß? Ah, okay, jetzt hat es funktioniert. Hat es nicht? Hä? Ich verstehe das Minispiel nicht. Verdammt. Das ist irgendwie merkwürdig. Es passt ja irgendwie nie. Jetzt. Na also. Das war echt komisch. Ich habe beide Spiele irgendwie nicht so auf Anhieb verstanden. Okay. Großes Problem ist doch aber, dass... Apollo das doch mitbekommen sollte, oder? Das gefällt mir nicht. Ah, Weltraumscan. Oh nein. Wieso schon wieder das Ding? Das ist so merkwürdig. Das sieht doch gut aus jetzt, oder? Ja, 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 jetzt. Na, also. Oh, endlich. Ich habe sie gefunden, Ricardo. Jetzt müssen Sie noch die Schüsseln manuell auf die Position der Torrents ausrichten. Verstanden. Ich gehe nach draußen. Geben Sie die Koordinaten der Torrents manuell ein. Wie draußen. Oh Gott. Na, das ist nicht gut. Oh oh. Wie gesagt, ich bin echt gespannt, was Apollo dazu sagt. Es mag dem ja wahrscheinlich gar nicht gefallen. Und ich frage mich, was die Typen dort hinten jetzt so treiben. Wo muss ich jetzt hin? Wo ist das denn? Ist das unten? Wie komme ich dort raus?
Ich bin mir gerade nicht... Ich kann den Eingang zur Luftschleuse von hier aus entsperren. Einen Moment. Okay. Aber nur ein bisschen... Da, ich hab's. Hm. Ach, ist das da drin, die Luftschleuse? Ah, jetzt. Okay. Das wusste ich nicht. Na gut, dann ergibt jetzt alles viel mehr Sinn. Ich dachte, wie soll ich da hinkommen? Und abwärts geht's. Oh je. Das würde mir nicht gefallen, dass wir da jetzt so außen unterwegs sind. Ich bin gespannt. Aber vielleicht können wir damit endlich die Torrents erreichen. Das Problem ist bloß, wir müssen nach draußen. Das ist nie so eine gute Sache. Okay, wir speichern erstmal. Das kann, glaube ich, nicht schaden, bevor hier irgendwas Schlimmes passiert. Und dann holen wir uns den Anzug. Na, also. So. Damit können wir jetzt nach draußen gehen. Luftschleuse. Oh Gott. Oh krass, wir können jetzt hier echt draußen rumlaufen. Das. Beeilung, wenn die Sevastopol erst fällt, ist die Kacke richtig am Dampf. Ja, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Man kann hier nicht unbedingt schnell laufen in dem Ding. Es ist überall lauter Gerümpel, das da so drum ist. Was auch immer das ist. Ach, angenehmer. Es prasselt. Aber es ist cool, dass es einen Effekt gibt, wenn es gegen mein Visier prasselt. Das ist sehr cool. Allgemein, diese Station ist richtig, richtig cool gemacht. Finde ich schön, dass man sich dazu ein bisschen außen umgucken kann. Auch wenn mir die ganze Sache nicht so ganz geheuer ist. Trotzdem ist es schon sehr cool gemacht. Ich meine, wir können doch einfach hier draußen bleiben. Da finden wir das Alien auch nicht. Okay. Ich frage mich, wie man mit so einem Anzug Treppen laufen. Vor allem solche kleinen Treppen. Da muss man doch größere Treppenstufen machen, oder? Und vor allem jetzt halt wieder gleich hoch. Was ist das denn? Wieso hat das jetzt sein müssen, dass es doch runter und hoch geht? Weil ich meine, dort drüber ist ja nichts, weswegen man das absenken müsste. Also hätte man das genauso geradeaus durchmachen können. Okay. Muss ich doch das runter? Die Antwort scheint ja zu sein. Na dann, auf geht's.